Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal KJ Kali Adventures. Ich bin der Jan und im heutigen Video möchte ich euch mal die neueste Trockentrenntoilette aus dem Hause Trilino vorstellen, und zwar die Trilino Evo. Viel Spaß dabei! Trilino ist ein deutscher Hersteller von Trockentrenntoiletten, der seine Produkte in der Regel in drei verschiedenen Größen anbietet. Ihr kennt ja aus den vorherigen Videos schon unsere kleine Trilino Origin in der Größe S. Die neue Evo haben wir jetzt hier in der Größe M. Und daneben gäbe es noch Modelle in einer Größe L, die dann eher für größere Wohnmobile gedacht sind. Neben den drei unterschiedlichen Größen gibt es die Trilino Evo übrigens auch nicht nur in Weiß mit grauem Trenneinsatz, sondern auch in Grau mit anthrazitfarbenem Trenneinsatz und in Anthrazit wiederum mit grauem Trenneinsatz. Ich wette, da ist für euch das passende Modell dabei. Das Thema Trockentrenntoilette ist wahrscheinlich mittlerweile jedem ein Begriff. Grundsätzlich geht es darum, die flüssigen Stoffe, sprich den Urin, von den Feststoffen der Kaka zu trennen und damit einer Geruchsbildung vorzubeugen. Das Schöne an den Produkten von Trilino ist eigentlich, dass sie, wenn sie bei euch zu Hause ankommen, direkt einsatzbereit sind. Alles besteht aus hochwertigen Materialien, wie hier dem Trenneinsatz mit entsprechendem Deckel mit Absenkautomatik. Und natürlich dem Korpus, wo dann wiederum der Flüssigbehälter und der Feststoffbehälter drin enthalten sind. Übrigens, mit unserem Code KALI bekommt ihr zu eurer Bestellung einer Trilino noch ein kleines Gimmick dazu. Probiert am besten den Code mal aus. Hier zum Beispiel das Duftblockerstreu, was ihr dann auf eure Feststoffe geben könnt. Und natürlich auch entsprechende Beutel für den Feststoffbehälter. Ein Deckel für den Feststoffbehälter ist natürlich dabei, wenn ihr das Ganze mal entsorgen wollt. Und wenn ihr mal hier reinschaut, seht ihr auch, dass hier unten direkt eine Ablage enthalten ist für einen Deckel für den Urinkanister. Wenn ihr nämlich diesen hier abschraubt und dann das Urin irgendwo auf der Toilette entsorgen wollt, macht es vielleicht Sinn, da den Zunendeckel drauf zu machen. Im Deckel vom Urinkanister ist übrigens eine Membran eingearbeitet, die dafür sorgt, dass natürlich Pipi rein kann, aber während der Fahrt dann nichts mehr von unten rausschwappen kann. Das heißt, somit macht es auch nichts aus, wenn während der Fahrt Urin im Kanister verbleibt. In der Trilino ist alles sicher verstaut und findet so seinen Platz und hält während der Fahrt an Ort und Stelle. Das Neue an der Trilino Evo Serie ist das zum Beispiel deutlich reduzierte Eigengewicht. Die Modelle aus dieser Serie wiegen in etwa 1 bis 1,5 Kilo weniger als die Modelle aus der Origin Serie. Und das, obwohl die Abmessungen zum Teil sogar noch kleiner geworden sind. Und trotzdem sind die Behälter innen drin für Flüssige und Feststoffe größer geworden. Die genauen Abmessungen und die Daten, die blende ich euch hier mal ein, damit ihr die Modelle vergleichen könnt. Und auch wenn alles leichter wird, geht das bei Trilino nicht zu Lasten der Qualität. Die Trilino Evo in der Größe M ist zum Beispiel bis 150 Kilogramm belastbar. Eine weitere Sache, die sich bei der Trilino Evo ganz entscheidend geändert hat, ist der ergonomische Trenneinsatz. Laut Trilino wurden hier mehrere hundert Hintern analysiert, um das perfekte Ergebnis zu erzielen. Und ich muss sagen, das merkt man auch. Hier drauf sitzt es sich richtig bequem. Nichts gegen die kleine Trilino Origin. Die wird wahrscheinlich auch weiterhin bei uns mitfahren, einfach aufgrund der kleinen Größe. Aber das hier, das ist schon saubequem. Wenn wir mit der Trilino Evo unterwegs sind, wird die mit Sicherheit während der Fahrt bei uns auch wieder hier in der Beifahrersitz stehen. Aber eine Sache möchte ich euch mal zeigen, wo sie denn jetzt auch reinpassen wird, was vorher mit der kleinen Trilino Origin nicht ging. Wir persönlich brauchen zwar den Schrank hier für unsere Vorräte, aber einige von euch hätten sich gewünscht, dass eine Trockentrenntoilette auch hier unten reinpasst. Und das ging vorher mit der Trilino Origin in der Größe S zum Beispiel nicht. Hier mit dem Modell in Größe M der Trilino Evo, ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder ob Trilino darauf reagiert hat, passt es jetzt millimetergenau hier unten rein und eure Trockentrenntoilette verschwindet im Vorratsschrank. Und jetzt seid ihr dran. Schaut am besten mal auf trilino.com vorbei und sucht euch das passende Modell aus. Die Trilino Evo gibt es im Moment noch mit Vorbestellerrabatt. Und auch sonst würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Code KALI, C-A-L-I, im Rahmen des Bestellvorgangs nutzt. Und dafür erhaltet ihr eine kostenlose Produktzugabe. Was genau? Das probiert am besten selber aus. So, und während ich hier jetzt noch den Sonnenuntergang genieße, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus!